Hallo, liebe Freunde der Kirchengeschichte. Heute geht es in dieser Einheit um die Christianisierung der Franken. Erstmal muss man sich bei den Franken vorstellen, um wen es sich hier überhaupt handelt. Wir kennen heute in Deutschland die Franken, die so im nördlichen Bayern leben, aber sich nicht als Bayern verstehen, sondern stolz darauf sind, dass sie keine Bayern sind, sondern Franken. Also Bayern und Franken unterscheiden sich, auch wenn sie heute in einem Bundesland leben. Um diese Franken geht es aber nur so zum Teil, denn die eigentlichen Franken, die haben ein größeres Reich gegründet, was es bis heute gibt, und das nennt sich Frankreich. Frankreich ist heute sozusagen das größte Überbleibsel des Frankenreichs, das eine bedeutende Rolle im Mittelalter gespielt hat. Und wir werden uns heute damit beschäftigen, wer diese Franken sind und wie sie zum Christentum gefunden haben und welche Rolle sie im Mittelalter gespielt haben. Die Franken, der Name kommt erstmal, die Bedeutung des Namens heißt die Freien. Also ich heiße ja auch Frank und ich freue mich immer, weil ich finde das so einen schönen Namen. Denn Frank heißt der Freie. Freiheit ist was Tolles, deswegen gibt es auch so die Redewendung Frank und frei. Das heißt eigentlich frei und frei. Frank heißt eigentlich das gleiche wie frei. Im Englischen haben wir das auch. Frankly heißt, wenn ich ganz frei etwas heraussage. Daher kommt also der Begriff der Franken. Wer sind diese Franken, die haben nach der Völkerwanderung, wo sie genau hergekommen sind, weiß ich auch nicht. Jedenfalls nach der Völkerwanderung, so im 2., 3. Jahrhundert, siedeln die so zwischen der Nordsee und Köln, also so, wir würden vielleicht heute sagen, Niederlande, Belgien, Westdeutschland, so in dem Bereich, haben die sich so wiedergefunden nach der Völkerwanderung. Und sie dringen dann von dort aus immer mehr nach Süden, in das Gebiet des Römerreichs rein, in das Gebiet, wo vorher die Gallier leben. Also im heutigen Frankreich lebten sozusagen vor den Römern erstmal die Gallier. Wir wissen das aus Asterix. Julius Caesar, der Römer, hat Gallien eingenommen, 50 vor Christus, fast ganz Gallien, bis auf ein Dorf, wo Asterix und Obelix gelebt haben. Aber so der größte Teil Galliens war jetzt auf einmal römisch, so ab dem Jahr 50 vor Christus. Und so blieb es auch, dass diese Provinz Gallien eine römische Provinz war, bis das Weströmische Reich 486 ganz zu Ende gegangen ist. 500 Jahre lang war also Gallien unter römischer Herrschaft und die Bevölkerungen vermischten sich da so ein bisschen. Wir haben die eigentlichen Gallier. Die eigentlichen Gallier sind Kelten gewesen. Die haben eine ganz komische Sprache und ihre eigenen Kulte gehabt. Die hatten Druiden wie den Miraculix und so weiter. Die Römer, die kamen dann nach der Eroberung Galliens da auch dahin, waren erstmal die Herrscher, aber haben sich natürlich dann auch teilweise mit Galliern verheiratet, so dass eine Mischbevölkerung, eine gallo-romanische Bevölkerung da auf dem Gebiet des heutigen Frankreichs entstanden ist, die dann eben auch nach der konstantinischen Wende christlich geworden ist. Nach 312 hat sich auch das Christentum dann immer stärker da durchgesetzt. Also es gab schon ganz früh erste Christen im 2. Jahrhundert dort auf diesem gallo-römischen Gebiet. Wir wissen das aus Lyon und so. Irenäus von Lyon kennen wir aus dem 2. Jahrhundert. Und so setzte sich das immer mehr durch. Und mit dem ganzen Römischen Reich war Ende des 4. Jahrhunderts Gallien, die Provinz Gallien, eine christliche Provinz, wie der Rest des Römischen Reiches auch. Das Christentum hatte aber immer noch mit vielen Widerständen zu kämpfen. Wir haben letztes Mal schon den Bischof Martin von Tours kennengelernt. Tours, eine Stadt dort in Gallien. Also er war wohl der berühmteste Christ damals in dieser gallischen Provinz, der herausragende Christ. Und wir feiern bis heute den Martinstag am 11.11. 11.
Wie kommen jetzt aber die Franken da rein? Das Römische Reich geriet so um 400 immer mehr in eine Krise. Es nahm an Substanz ab, es verlor immer mehr Gebiete und auch da so an der Nordgrenze, also Gallien, sozusagen heute da so Belgien, Westdeutschland, zogen sich die Römer immer mehr zurück. Sie hatten keine Kraft mehr, die ganzen Grenzen zu bewachen. Und in diese von Römern frei werdenden Gebiete, so man würde heute vielleicht sagen Westfalen und Rheinland und so, da guckten sich die Franken so um, die da so in den Niederlanden saßen und sagten, hoch, hier ist ja gar kein Römer mehr, wir nehmen das jetzt mal für uns in Besitz und besiedeln das mal. Die Franken breiteten sich sozusagen friedlich erstmal immer mehr weiter aus nach Süden und übernahmen die Gebiete, die von den Römern nicht mehr so bewacht worden sind. Teilweise drangen sie sogar auch ins Römerreich vor und verhielten sich da ganz freundschaftlich. Die Römer ließen die dann so im Römerreich siedeln. Und ja, die Franken waren Heiden, die hatten mit Christentum nichts am Hut. Und sie sickerten quasi jetzt in diese ehemals christlichen Gebiete immer mehr hinein. Jetzt kommen wir zu einer berühmten Persönlichkeit der Franken. Der große Name, den man sich merken muss von den Franken, das war der Chlodwig. Chlodwig lebte von 465 bis 510. Er wird schon König der Franken oder Führer der Franken als 16-Jähriger und er macht sich super. Er steigt immer mehr auf, er hat militärische Erfolge und ihm gelingt es dann auch schließlich, die letzten Römer zu schlagen. 486 kommt es zu einer Schlacht bei Soissons und dort schlägt er den letzten römischen Herrscher Syagrius. Und damit ist das Weströmische Reich dann Geschichte. 486 hört das Römische Reich auf zu bestehen in Westeuropa. Es gibt jetzt nur noch das Oströmische Reich mit der Regierungsstadt Konstantinopel, was dann später Byzanz heißen wird ab dem 6. Jahrhundert. Das Weströmische Reich mit der Hauptstadt Rom ist jetzt kein Römerreich mehr. Die Franken haben den letzten Römern den Garaus gemacht. So breitet also der Frankenkönig Chlodwig seine Herrschaft immer mehr aus. Er expandiert das Gebiet der Franken in das Gebiet, was die Römer verlassen haben oder was er von den Römern erobert hat. Und jetzt kommt es zu einer entscheidenden Lebenswende der Also es ist die 490er Jahre, in denen befinden wir uns jetzt. Der Chlodwig betreibt jetzt erstmal Bündnispolitik. Seine eigene Schwester, Audofleda, die verheiratet er jetzt mit einem Ostgotenkönig, Theoderich, der inzwischen Italien erobert hat. Italien gehört schon nicht mehr den Römern, sondern jetzt den Ostgoten, einem Germanenstamm. Und der Theoderich, der Ostgote, heiratet jetzt Chlodwigs Schwester, Audofleda, aus Bündnisgründen. Und Chlodwig selber sagt sich auch, ich muss auch irgendwen heiraten, womit ich ein gutes Gebiet dazu kriege. Er überlegt sich, dass er eine schöne Frau haben will. Und diese schöne Frau war Clotilde. Also manche nennen sie Clotilde, manche nennen sie auch Chrotehilde, je nachdem, ob du das irgendwie bisschen niederländischer aussprechen willst oder so. Und es gibt eine schöne Geschichte, wie er diese Frau gefunden hat. Es gibt eine Gesandtschaft nach Burgund und die finden da eine hübsche Prinzessin, eine burgundische, katholische Prinzessin. Und sie wird dann mitgenommen und der Chlodwig ist begeistert von ihr. Er heiratet sie. Und er ist jetzt also mit einer schönen katholischen Burgunderin verheiratet. Und das ist jetzt das Entscheidende. Die Clotilde, wie ich sie jetzt mal nenne, ist katholisch. Sie ist eine römisch-katholische Christin. Und das ist etwas Besonderes, dass ein germanischer Herrscher, die Franken waren Germanen, jetzt sozusagen sich mit Katholiken verbünden.
Seine eigene Frau ist jetzt katholisch. Alle anderen großen Germanenherrscher, die Westgoten und die Ostgoten, das waren Arianer. Die glaubten also nicht, dass Jesus und Gott Vater auf einer Seinsstufe sind, sondern dass Jesus nur so ähnlich, so ein bisschen unter dem Vater anzusiedeln ist. Der Chlodwig ist jetzt ein Heide, er ist gar kein Christ und heiratet jetzt eine christliche Frau. Und diese christliche Frau ist katholisch, das heißt, sie glaubt an die Dreieinigkeitslehre, dass Jesus, der Heilige Geist und der Vater alle drei Gott sind. Am liebsten hätte die Clotilde gehabt, dass natürlich auch ihr Mann jetzt zum Glauben kommt und Christ wird. Der Chlodwig will davon aber gar nichts wissen. Er ist Germane, er glaubt an die germanischen Götter, Wotan und Dona und so weiter. Das sind Kriegsgötter, er will stark sein, er will Kriege gewinnen. Er macht jetzt also eine Schlacht nach der anderen. Seine Frau Clotilde ist an ihm dran, dass er Christ wird. Er ist auch schon mal interessiert oder so. Dann kriegt Clotilde einen Sohn, den Ingomer. Sie setzt durch, dass er christlich getauft wird, dieser Sohn. Aber kurze Zeit danach stirbt der kleine Junge schon. Da sagt sich der Chlodwig, na, das ist ja ein toller Gott. Wir taufen jetzt das Kind christlich und der Gott lässt das arme kleine Kind einfach sterben. Dann kriegt die Clotilde einen zweiten Sohn, den Clodomer. Der wird auch katholisch getauft und der wird jetzt auch sofort irgendwie wieder krank. Chlodwig ist schon total abgenervt vom Christentum, aber der Sohn wird jetzt wieder gesund und Chlodwig überlegt sich doch, vielleicht ist doch am Christentum was dran. Und dann kommt es 497 zu einer entscheidenden Schlacht. Chlodwig ist mal wieder dabei, sein Gebiet auszuweiten, das Gebiet der Franken, und er greift jetzt die Alemannen an. Die Alemannen sind ein Volksstamm, der lebt sozusagen da in Süddeutschland, so Baden würde man sagen, Schweiz, da in dem Gebiet. Das nennt man bis heute noch alemannische Bevölkerung dort. Er will dieses Gebiet einkassieren, führt eine Schlacht gegen die, aber er ist am Verlieren. Und während er so am Verlieren ist, den genauen Bericht, den findet ihr in dem Quellentext, der auch in der Infobox angegeben ist. Dort ist der Bericht von Gregor von Tours zu lesen, der berichtet, was in dieser Schlacht passiert ist. Und der Chlodwig, der sieht also, dass seine Schlacht langsam verloren ist. Und er schaut auf einmal zum Himmel, er hat Tränen in den Augen und auf einmal ruft er, Jesus Christ, Clotilde verkündet, du seist der Sohn des lebendigen Gottes. Hilfe, sagt man, gibst du den Bedrängten. Sieg denen, die auf dich hoffen. Ich flehe dich demütig an um deinen mächtigen Beistand. Gewährst du mir jetzt den Sieg über diese meine Feinde und erfahre ich so jene Macht, die das Volk, das deinem Namen sich weit an dir zu erprobt zu haben rühmt, so will ich an dich glauben und mich taufen lassen auf deinen Namen. Tatsächlich gewinnt Chlodwig diese Schlacht, die schon aussichtslos schien, und auf einmal ist er überzeugt, dass an dem Christengott doch was dran ist. Das war damals häufig so der Fall, dass man zu dem Gott übergewechselt ist, den man angerufen hat für einen Sieg in der Schlacht. Das war so das Germanische. Man kann man sagen, gut, war das eine richtige Bekehrung? Hat er jetzt vom Glauben wirklich was verstanden gehabt? Ich würde sagen, es war vielleicht einfach Gottes Weg, um jemanden auf seine Seite zu ziehen. Er wusste, wie die Germanen ticken und deswegen hat er da Sieg in der Schlacht geschenkt. Die Geschichte erinnert sehr an Kaiser Konstantin in seiner Schlacht gegen Maxentius vor Rom 312. Also dieses entscheidende Erlebnis einer Kriegsschlacht, was den Konstantin vom christlichen Glauben überzeugt hat. So ähnlich war es jetzt auch bei diesem Germanenfürsten Chlodwig. Das hat ihn zum Glauben geführt. Ist natürlich aus unserer heutigen pazifistischen Sicht alles ein bisschen komisch, zu sagen, gut, unser Gott hat sich so in Europa durchgesetzt, dass er Sieg in einer kriegerischen Auseinandersetzung geschenkt hat.
Das ist nicht gerade das, was wir so für unseren Gott in Anspruch nehmen würden, als das entscheidende Merkmal. Wir kennen das aus dem Alten Testament vielfach so, dass Gott sich an Israel so erwiesen hat. Und so macht er das jetzt auch anscheinend in Europa, oder so haben es diese Feldherren interpretiert. Auf jeden Fall so ist es gekommen. Das ist die Geschichte, wie das Christentum sich durchgesetzt hat, jetzt auch hier bei den Franken. Der Chlodwig hatte also versprochen, wenn ich gewinne, werde ich Christ, lasse ich mich taufen. Das musste er jetzt einhalten. Seine Frau Clotilde sagt jetzt auch, du hast es versprochen, jetzt hast du die Schlacht gewonnen, jetzt musst du auch Christ werden. Sie macht gleich eine E-Mail zu ihrem Freund, dem Bischof Remigius aus Reims, und der macht sich auf den Weg, um jetzt den Chlodwig noch so ein bisschen zu instruieren. Und er gibt ihm sozusagen ein bisschen Taufunterricht, bereitet dann den Gottesdienst vor. Und er wird dann vom Bischof Remigius selber getauft. Im Quellentext von Gregor von Tours heißt es, der König verlangte vom Bischof getauft zu werden und er ging ein neuer Konstantin zum Taufbade hin. So war das. Eine entscheidende welthistorische Bedeutung hatte diese Taufe 498 an Weihnachten. Wird Chlodwig getauft? Das ist ein Lerndatum, was man sich merken sollte. Weihnachten 498 wird Chlodwig der Franke Christ. Und Remigius sagt in seiner Taufansprache den entscheidenden Satz: Demütig neige den Nacken, Sigamba. Das war so ein Spitzname vom Chlodwig. Und jetzt der entscheidende Satz: Bete an, was du verbrannt hast, und verbrenne, was du angebetet hast. Ein toller Satz. Bete an, was du bisher verbrannt hast. Du hast bisher die Häuser der Christen zerstört, die Heiligtümer, die Bibeln. Und verbrenne jetzt, was du bisher angebetet hast. Wende dich jetzt gegen die germanischen Götter. Also Chlodwig wird Christ. Und das hat entscheidende Bedeutungen. Clotilde ist begeistert, dass ihr Mann jetzt auch Christ ist, und zwar genauso Christ ist wie sie. Und das ist jetzt das Entscheidende, was man sich merken muss, was ganz tricky ist, das auch zu verstehen. Das Besondere an der Taufe vom Chlodwig war, da bin ich wieder, dass er katholischer Christ geworden ist. Er war der erste Germanenkönig, der katholisch geworden ist. Alle Germanen waren bis dahin Arianer. Sie haben sich darauf was eingebildet, dass sie anders Christen sind als die Römer. Chlodwig hatte gerade die Römer ausgelöscht in Westeuropa und deswegen war für ihn der Weg jetzt frei, dass er selber ohne Gesichtsverlust sagen konnte, ich werde jetzt katholisch. Damit musste er nicht mehr zeigen, dass er wie irgendein anderes Volk ist, was ihn bisher genervt hat. Die Germanen hatten bisher sich geweigert, katholisch zu werden, weil das war der Glaube dieser verhassten Römer. Jetzt gab es die Römer nicht mehr in Westeuropa. Also sagte Chlodwig, jetzt werde ich katholisch. Und das hatte den Effekt, dass er genau den gleichen Glauben angenommen hat, den die Bevölkerung auch hatte in den Gebieten, die er erobert hat. Also Chlodwig nimmt jetzt das gallische Reich ein. In diesem Gallien, das war ein römisches Gallien, das war vorher Teil des Römerreiches. Die Römer waren katholische Christen. Also er strömt jetzt, übernimmt die Herrschaft eines Gebietes, was bisher katholisch war. Und er sagt jetzt, ich nehme das jetzt ein. Und ich bin jetzt auch katholisch. Damit war jetzt eine Bekenntnisgleichheit zwischen der Herrscherschicht und der besiegten Bevölkerungsschicht da. Und da die jetzt das Gleiche geglaubt haben, sind die in die gleiche Kirche gegangen und deswegen sind die in den gleichen Jugendkreis gegangen und haben sich angefreundet. Und Gallo-Romanen, die da so schon immer gelebt haben, haben jetzt auf einmal fränkische Leute geheiratet, die da jetzt als Eroberer gekommen waren.
Und im Laufe von Jahrzehnten hat sich diese Bevölkerung dann gemischt. Die Franken haben sich mit den Gallo-Romanen da immer mehr vermischt. Und das, was wir heute als Frankreich haben, wurde dann ein sehr starkes Reich, weil da die Führungsschicht und die Bevölkerung den gleichen Glauben hatte und so eins war. Und deswegen entstand auch so ein Einheitsgefühl. Und sie haben alle zusammengehalten und hatten das gleiche Ziel. Und sie waren alle begeistert von ihrem König Chlodwig. Und der Chlodwig hatte erst starke Bedenken, sich so von den germanischen Göttern abzuwenden, aber er hat sein Volk überzeugt und gleich haben sich irgendwie Tausende von Führungskräften mittaufen lassen mit ihm und die Franken haben dieses katholische Christentum angenommen und weil sie das katholische und nicht das arianische Christentum angenommen haben, wurde schließlich das Frankenreich das stärkste Germanenreich. Alle anderen Germanenreiche, die Westgoten, die Ostgoten und was es alles sonst noch so gibt, die sind ziemlich schnell wieder kaputt gegangen, haben keinen langen Bestand gehabt, weil sie Arianer waren und die Gebiete, die sie erobert haben, waren ehemalige Römerreiche, wo die Leute römisch-katholisch waren. Und da hat sich nichts vermischt. Die haben sozusagen ein Apartheid-System dann gefahren. Wir sind die Oberschicht. Wir wollen mit euch da unten nichts zu tun haben. Wir wollen euch nur beherrschen. So kriegt man kein starkes Reich hin. Und deswegen sind die dann irgendwann wieder untergegangen. Bloß die Franken haben so ein einheitliches Reich geschaffen. Und das hat ihre Stärke ausgemacht. Also auf diese Frage sollte man eine gute Antwort geben können. Wieso sind gerade die Franken so stark geworden? Das liegt an der katholischen Taufe vom Chlodwig. Und man könnte letztlich sagen, alles hat mit Clotilde angefangen. Entscheidende Frauen der Weltgeschichte. Eine davon war Prinzessin Clotilde aus Burgund. Ja, der Chlodwig hat die Alemannen also dank Jesu Hilfe oder wie auch immer besiegen können militärisch. Er hat dieses Gebiet einnehmen können. Also so Südwestdeutschland, die Schweiz. Und die wollten aber erstmal keine Christen werden, die Alemannen. Erst so 100 Jahre später, im 7. Jahrhundert, als die Franken dann langsam wieder schwächer wurden, haben die Alemannen gesagt: So, jetzt werden wir so freiwillig Christen. Es musste, die Leute, man will immer freiwillig alles machen. Ja, ist so wie mit der Kindererziehung. Wenn man dem Kind sagt, du musst jetzt irgendwie das und das machen, dann will es es nicht. Wenn man irgendwann nicht mehr sagt, du musst es, weil es einem egal ist, weil man keine Kraft mehr hat, dann kommt ein Kind vielleicht selbst drauf und sagt, jetzt will ich das selber. So haben das die Alemannen gemacht. Und so war das schließlich auch bei den Bayern. Die Bayern, die Bajuwaren, die lebten also da, wo jetzt heute halt auch Bayern ist. Und die haben, als dann das Weströmische Reich zerfallen ist, sind die meisten Christen aus dieser Gegend weggewandert nach Italien, um in ein christliches Reich wieder zu leben. Heiden sind eingeströmt, Slawen und so, die da in Bayern sich angesiedelt haben. Nur ein paar Reste, Orte gab es noch, wo noch alte Christen lebten. Die nannte man damals die Welschen. Daraus hat sich ein Begriff ergeben, den haben wir bis heute, Walche-Orte. Also wenn ihr irgendwie ein Dorf in Bayern findet, was irgendwie mit Walch als Namensbestandteil hat, dann ist das ein Ort, wo in dieser heidnischen Zwischenzeit zwischen dem Weggang der Römer und zwischen der Christianisierung der Bayern in diesen 100, 200 Jahren sich Christen noch gehalten haben auf diesem bayerischen Gebiet, bis dann schließlich jemand, der sie da ermutigt hat, das war ein Mensch namens Severin, das ist so einer der großen Heiligen Ende des 5. Jahrhunderts dort in Bayern. Schließlich, als die Franken dann auch dieses bayerische Reich nicht mehr so überlagern und regieren konnten, haben auch die Bayern irgendwann gesagt, wir werden jetzt freiwillig Christen so um 700 herum. So viel mal, jetzt haben wir es schon gesehen, wie die Bayern, die Alemannen, die Franken Christen werden. Also Süddeutschland sozusagen haben wir jetzt schon mal christianisiert.
und auch nach der römischen Zeit jetzt in ein christlich-germanisches Zeitalter überführt.